Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentacle. Junge, Junge, das war ja eine sehr interessante letzte Folge. Ich bin wie blöd rumgerannt und wusste nicht, was ich machen sollte. Wir müssen immer noch Dr. Fred befreien und ich versuche jetzt mal was ganz Einfaches. Ich kann das Seil einfach mitnehmen. Ich bin schon selten dämlich. So, gehen wir wieder raus aus dem Fenster. Jetzt benutzen wir das Seil mit dem Flaschenzug. Ach nee, durch den Schornstein geht man, da geht's schneller. Komm, rein da. Tschüss. Tentakel wird Vizepräsident. Okay. Ich möchte mal in das Büro von Dr. Fred. Das war doch hier, oder? Genau, da gehen wir mal zum Tresor. Wir haben ja gerade das Videoband gesehen. Jetzt müssen wir den Tresor eigentlich öffnen können. Mal sehen. 101, 999, 57. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Okay, nehmen wir den Vertrag mit. So, jetzt ab nach draußen. Und die frische Luft. Und hier baumelt das Seil von oben runter. Aber bevor wir den Cousin Ted jetzt hier daran befestigen, pinseln wir ihn erstmal an. Jetzt sieht er nämlich genauso aus wie Dr. Fred. Ted ist rot und Ted ist tot. Sehr gut. Benutze Seil mit Ted. Und wieder rein ins Haus. Und wieder zum Kamin. Besser nicht. Wieso nicht? Besser nicht. Na gut, dann zieh halt dran. Ja, komm. Was für ein Krach. So, hier liegen sie beide, Ted und Fred. Wenn ich die jetzt vertausche, dann kann ich Dr. Fred auch rein theoretisch befreien. Benutze Ted mit Fred. Aua! Aua! Ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin? Versuch einfach leise zu sein, okay? Okay, mach ich. So, jetzt müssen wir Dr. Fred noch in Sicherheit bringen. Benutze Seil mit Dr. Fred.
Jetzt werden wir wieder an dem Seil ziehen. So wie gerade. Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Okay, dann springe ich von der anderen Seite. Der arme Dr. Fred. Oh mein Gott. Und der arme Bernhard. Uff. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred, ich bringe ihn besser ins Labor. Ja, mach mal. Tja, jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos. Ja, dann flößen wir mal ein bisschen Kaffee ein. Wir haben ja noch eine Kanne. Den Entkoffinierten hat er schon getrunken. Jetzt braucht er den richtigen. Also setzen wir ihm erstmal den Trichter in den Mund. So, und jetzt... Kaffee! Schön heiß. Verdammt guter Kaffee! Wie wär's mit dem Dankeschön, dass ich dich gerettet habe? Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid! Ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Nee, so schnell gebe ich nicht auf. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Natürlich. Deswegen denke ich doch schon die ganze Zeit darüber nach. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. So schnell wirst du mich nicht los. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Unterschreiben Sie, oder ich werde echt verrückt. Und was dann? Bist du nicht mehr mein Freund? Ha, ha, ha! Du bist so undankbar. Ich hab dich gerettet. Vor den Steuerfahndern, die übrigens immer noch da sind, mein Lieber. Vergiss das nicht. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ich lasse Purpur für verrückt erklären und verhaften. Das ist eine gute Idee. Aber ich brauche einen Zettel, unterschrieben von einem Doktor. Oh. Hey, ich bin Doktor. Wir haben Glück. Haha, reingelegt. Nun, viel Glück. Dankeschön. So. Das geklappt? Ja, ich habe den Vertrag jetzt mit der Briefmarke versehen und den schicke ich jetzt in die Vergangenheit zu Rugi. So. So, und dann wechseln wir auch gleich zu unserem dicken Freund. Der Brief angekommen, Rogi? Ja, da ist er. Sehr gut. So, dann nehmen wir mal diesen schönen Brief und werfen
Briefkasten. Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger! Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Fräulein, bitte ein Reisebüro, das ist ein Notfall. So, und wir sind wieder in der Vergangenheit. So, was machen wir jetzt? Wir gehen einmal rein ins Haus wieder. Wo die drei intelligenten Leute sind. Was müssen wir jetzt hier machen? Was machen wir denn Schönes? Ah, die Weinflasche. Die geben wir ihm mal. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Hui! So, was haben wir noch? Was können wir hier noch machen? Hier müssen wir mit der Vorschlagbox. Warte mal. Müssen wir den nicht zu Hoki schicken? Zumindest. Warte mal. Wir versuchen das mal. Benutze diesen Sattel mit der Box. Ah, okay. Hat geklappt. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Hallo, ich war hier. Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh, hier ist ein Vorschlag. Da steht: George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen? Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher,
Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Okay. So, Mr. Washington, ich habe was für Sie. Eine Zigarre. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Nun, wenn es so ist... Mist! Ich hasse so etwas! Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Können wir ihm das Schädelgebiss geben? Kannst du die gebrauchen? Sehr nett, aber die sind viel zu groß für mich. Okay, aber Bernhard hat noch ein Gebiss. Die. Das wäre lustig, wenn wir das Pferdegebiss hätten geben können, aber leider nicht. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Ja, vielleicht. Hey, Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Oh. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Könnt ihr euch mal entscheiden? Nein, du machst es. Du großes Baby. Kann nicht durchs Feuer gehen. Stimmt. Na gut, dann müssen wir halt einen anderen Weg nach oben finden. Dann benutzen wir jetzt die Decke mit dem Schornstein. Okay, wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? So. Das ist von einem Bett blockiert. Dann gehen wir wieder raus. Ja, da ist die Lücke. Das Design ist nicht schlecht, aber ich brauche wasserdichtes Material, wie Gusseisen oder so.
So, ich sehe gerade, wir haben die 20 Minuten schon wieder geknackt. Ich danke vielmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, hör auf zu rülpsen, meine Güte. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Habt ihr schon abonniert?